Hallöchen und willkommen zurück. Ich habe jetzt gerade noch eine Folge zwischen der Folge und der anderen Folge aufgenommen, die ich ernst meine. Und habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, ob ich diese Folge, ob ich die letzte Folge nicht auch zu den ernsten Folgen zähle. Habe mich aber jetzt gerade dagegen entschieden, sondern ich zeige euch einfach, warum ich diese Folge vielleicht oder vielleicht auch nicht zur ernsten Folge gezählt hätte. Denn ich bin auf den letzten Forest-Planeten in unserem Sonnensystem gegangen und hier gibt es sehr komische Bäume mit Wolkenblättern und dornigen Stämmen. Das sieht schon ziemlich komisch aus. Aber es geht noch komischer auf diesem Planeten. Ich mache meine Taschenlampe. Denn das ist nur eins von zwei Biomen, die es auf diesem Planeten gibt. Und das zweite Biom, das ist richtig cool. Hoffe ich zumindest. Ach, hier waren die Banditen. Die waren etwas schwerer, als ich gedacht habe. Und hier ist das zweite Bionom. Und ja, das ist so ein Alien-Bionom mit verrückten Bäumen und vielen Augen. Bäh. Und Höhlen, die mit leuchtenden Pflanzen bewachsen sind. Und die könnten später mal sehr wichtig sein, wenn wir das Zeug sammeln für unseren eigenen Forschungsaußenposten. Da könnte das Zeug mal richtig wertvoll werden. Und irgendwo hier, ich glaube hier, habe ich eine Hightech-Chest gefunden. Und in der war wieder ein Teleporter-Core drin. Und jetzt nehme ich einfach mal die Hightech-Kiste mit. Weil die sieht hübsch aus. Und dann verlasse ich erstmal diesen Planeten. Und ja. Was haben wir gemacht in der letzten Folge? Im Wesentlichen halt nur diesen Planeten erkundet und Zeug gesammelt. Auf der Planetenoberfläche ist jetzt nicht so viel interessantes Zeug. Protosol könnte noch interessant sein, aber das können wir dann halt auch später einsammeln, sobald es wichtig wird. Und ich habe mein Inventar hier vollkommen zugeramscht. Und ich ramsche es jetzt noch weiter zu. Und dann haben wir hier keinen Platz mehr. Deswegen wollte ich die Kiste haben. So, denn hier kann man auch nochmal Zeug reintun. Was brauche ich denn? Den Sand brauche ich wahrscheinlich erstmal nicht mehr. Einfach alles hier rein von dem, was ich glaube, dass ich es nicht mehr so schnell einsammeln werde. Brauchen tun wir alles. Denn ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ach Zucker, ich hatte Zucker gefunden und gesagt, dass das fast schon heilig ist. Denn den Zucker werden wir brauchen. Da würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal den Quest mit dem Zucker, beziehungsweise der Quest mit dem Kuchen. Denn Kuchen ist ja das, was wir als Quest haben. Da brauchen wir Kuchen, Weizen. Aus dem Weizen machen wir wahrscheinlich Instant Mehl. Aber da fliege ich jetzt nochmal zum Außenposten. Ich glaube, den Rest müssten wir im Terramarkt besorgen können. Genau. Hier gibt es nämlich eine Küche, einen Kitchen Counter und an den können wir auch den Kuchen herstellen. Da müssen wir uns keine eigene Küche bauen. Und der Kuchen braucht noch Milch und Eier. Eier, genau, die hatte ich vergessen. Und Karottenbrot können wir machen. Also hier sind Eier, die kann man hier kaufen und die Milch kann man hier auch kaufen. Das habe ich jetzt gerade verwechselt, aber ja, Eier und Milch. Und in einer sehr früheren Version konnte man hier auch mal den Zucker kaufen. Das haben sie leider verändert. Und leider ist der Zucker auch sehr selten geworden in der Galaxie. Aber wir haben ja zum Glück welchen gefunden. Eigentlich könnten wir gleich zwei davon herstellen. Einen für den Nebencharakter. So. Und dann geben wir den Kuchen jetzt an den Herrn hier, der uns mit einem Schwert besorgt. Es kann sogar sagen, sorry, I killed your husband. Ja, danke schön. Das Schwert, das sich entschuldigen kann. Ich wüsste nicht, warum ich einen Bedarf dafür hätte. Es ist grundsätzlich eigentlich schlechter als das, was man zu dem Zeitpunkt hat. Aber naja. Was ich jetzt eigentlich wollte, war zu dem Teleport-Shop gehen und. Ach ja, wir haben ein bisschen Geld ausgegeben für den. Dann gehe ich jetzt erstmal zum Science Outpost. Vielleicht kriegt man da ja noch ein bisschen Geld als Belohnung für irgendwelche Quests. So, du wolltest die Gegenstände haben.
Nehme ich mal an. Nein, ich will nicht mit dem Teleporter reden, ich will mit der Figur reden. Und das Spiel ist gerade unglaublich langsam. Oh. Ja. Und wir haben ein paar Pixel bekommen. Also das ist super. Und wir haben ein Speer bekommen und wir haben feinen Sand bekommen. Well done. This weapon will help you keep you safe in your travels. The sand will provide useful soon. See me when you wish to continue education. Also, wir wollen unsere Ausbildung natürlich fortsetzen. Wir sollen einen Meta-Assembler erstellen und das müssen wir an der Metal Workstation machen. Und ja, das machen wir doch gleich mal. Wir sehen schon so ein bisschen aus wie Indiana Jones. Das ist auch ehrlich gesagt das Ziel von dem Charakter, so auszusehen. Birdman. Naja, wie ein Wissenschaftler klingt das jetzt gerade, ne? Achso, wir können jetzt wieder zum Outpost gehen und unseren Teleporter kaufen. Bevor ich das wieder vergesse. Und ich vergesse schnell Sachen. Also, welchen kaufen wir uns denn? Früher habe ich immer den gekauft, weil es der billigste war. Als ich geglaubt habe, dass die alle unterschiedliche Preise hatten. Aber so würde ich fast sagen. Ja, der futuristische. Ja. Und jetzt zum Schiff. Und da können wir jetzt unseren Meta-Assembler herstellen. Oder auch nicht. Warum können wir das nicht? Ja, weil der Quest bescheuert ist. Der Quest sagt, wir brauchen 8 Stahlbahnen. Um denn das Ding herzustellen, braucht man aber nur 8 Eisenbahnen. Das ist auch absichtlich so, damit wir denn eher herstellen können, als wir eventuell Stahl zur Verfügung haben. Haben wir die Möglichkeit, noch Eisen herzustellen? Ich wollte sowieso noch was anderes machen. Erstmal der Planet, auf dem wir gerade sind. Der heißt einfach nur Forest. Der wird jetzt Alien Forest. Ne, der wird jetzt Forest Alien umbenannt. Und ich weiß, dass das ein Alien Forest Planet ist. Und in diesem Sonnensystem gab es, genau, einen gefrorenen Mond. Mit eventuell wertvollen Ressourcen unter der Oberfläche. Und den will ich jetzt besuchen. Und dafür brauchen wir Deep Weed Protection, denn auf dem gibt es keinen Sauerstoff auf dem Mond. Während wir fliegen, können wir noch ein bisschen unser Inventar sortieren, soweit wie möglich. Haben wir hier noch eine Kiste drin? Wir haben hier einen Slot frei, warum auch immer. Können wir das Zeug reintun? Ich habe keine Kiste. Der Charakter hat keine Kiste, oder wie? Ist ja doof. Wir können Kisten herstellen. Ich muss die Frage, ob das jetzt ernsthaft Sinn macht. Nein, wir können keine Kisten herstellen, weil wir haben kaum noch Holz. Obwohl, wir können Holz herstellen. Dann können wir Kisten herstellen. Obwohl überall welche am Wegesrand sind. Wooden Crate. Ja, komm. Damit wir hier noch ein bisschen Platz haben. Stellen wir sie da hinten auf. Da hinten hat sie keinen Platz. Stellen wir sie da hin. Nein, ich will nicht mit der Metal Station reden. Ich will eigentlich Zeug in die Kiste laden. Ich will jetzt hier noch. Was eigentlich? Wir haben doch schon das Inventar ziemlich gut aufgeräumt. Die Saplings brauche ich nicht und den Sand brauche ich zurzeit auch nicht. Den Zucker brauche ich auch nicht mehr. Aber den Zucker behalte ich, weil ich sonst vergesse, den Zucker dem anderen Charakter zu geben. Den Weizen brauche ich nicht. Und die Möhren brauche ich indirekt für den Hasen. Aber der hat ja noch sein Essen. Und der hat gerade gefressen und gibt uns dafür. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf diesen Kristallmond. Bevor ich noch mehr Zeit schinde. Warum will ich auf diesen Kristallmond? Weil da bestimmt was Cooles ist. Wir haben hier was. Flüssigen Nitro irgendwas. Und es ist kalt. Okay, wir brauchen was zur Hitzebeschützung. Ah, okay.
Wir kriegen nur was abgezogen, wenn wir uns auf diesem Eis bewegen. Auf dem hier? Oder weil wir in einem Nitro, in einem flüssigen Nitro gestanden haben. Was ist denn das auf Deutsch gleich nochmal? Wo haben wir es denn? Nitrogen, Nitrogen, Stickstoff. Ja. Flüssiger Stickstoff ist da irgendwas mit minus 100, minus 200 Grad oder so? War das nicht so? Ja, auf jeden Fall kann man auf dem Planeten jetzt viel, viel bessere Waffen finden. Eine Einhänderwaffe, die pro Sekunde mehr Schaden macht als die beste Stahlwaffe, die wir zurzeit bauen können. Die wird jetzt mal spontan unsere Lieblingswaffe. Das können wir gebrauchen. Eine komische Frucht, die wir sogar mit zu irgendwas kochen können. Ah, Snowball. Jetzt können wir Schneebälle herstellen. Da unten ist die nächste Kiste mit der wahrscheinlich nächsten coolen Waffe. Eine Pistole, auch einhändig. Wo legt man die hin? Mal da, wo ich den Hunting Bow habe, weil den benutze ich eh nie. Aber eine Pistole könnte ich durchaus benutzen. Ah, okay. Der Mond ist schon mal ganz gut zu mir. Ah, ich dachte, da sterbe ich, wenn ich das Ding mitnehme. Oh, und ein Sternschnuppenschauer. Ah, jetzt friere ich schon wieder, weil ich in dieses blöde Zeug gefallen bin. Okay, das sieht auch cool aus. Kann ich das abernten? Kann ich da irgendwas mit dem machen? Das hat auch gerade nichts gebracht. Hier will ich nicht reinfallen. Wow. Ich wette, wenn ich da reinkomme, sterbe ich. Also nicht unbedingt gleich sterben, aber es würde mir eventuell wehtun. Frozen Dirt. Okay. Eis und. Oh, ne, schon wieder in das Scheiß. In dem Scheiß Stickstoff hier stirbt man ja nur. Und ich sehe gerade, auf der 7 habe ich doch immer irgendwas, was ich zum Klettern benutze. Dann mache ich hier mal den Frozen Dirt hin. Von dem habe ich zurzeit nicht so viel. Aber wenn ich den hier so hin platziere, dann fügt er sich ja praktisch in sein natürliches Biom wieder ein. Also mit der Waffe, die wir gerade gefunden haben, ist es schon fast unfair, dann das erste Level zu machen. Oh, ein neues Biom. Wir haben Lickis Irkis Organic Soup, okay. Ich dachte, wir haben gerade Kristallsand, okay. Oh. Ersticken gleich. Nee, Quatsch, wir können nicht ersticken, weil wir den Nanosuit haben für Sauerstoff. Aber wir haben gerade einen Bionom gefunden, der diese Ökios-Kristalle auch so zur Verfügung stellt. Das heißt, wir brauchen diese alberne erste Mission gar nicht machen. Wir müssen sie praktisch trotzdem machen, damit wir die weiteren Missionen freigeschaltet bekommen. Aber guck mal, wir müssen nicht mal ein Stück nach unten graben. Wir können das Zeug hier direkt von der Pike an mitnehmen. Wenn wir das hier eingesammelt haben, müssten wir sogar die Meldung kriegen, dass wir die Quest gewonnen haben oder sowas ähnliches. Also nicht die Quest mit den Dingern, aber die Quest für den STL-Drive. Ja, schwierig zu unterscheiden jetzt. Besonders mit meinen Sprachfähigkeiten. Ja. Das war doch mal einfach. Ja, der erste Endboss ist sowieso eher ermüdend. Bei dem sterbe ich sogar noch ab und zu, obwohl ich das schon so oft gemacht habe, den ersten Boss. Okay, ich habe 59 von den Quest-Zeilen bekommen und immer noch nicht die Meldung, dass ich den Quest bestanden habe. Aber ja, brauchen wir jetzt auch nicht. Ah! Nicht runterfallen und sterben, bitte.
Können ja mal nach hier unten gucken, ob wir hier noch Kristalle finden oder sowas. Da ist so ein iPad-Ding. Ich nenne die einfach iPods. Geht's hier noch weiter runter? Leider ist hier relativ wenig. Okay, Kristallsand. Ach so, ja, der Kristallsand ist ja brüchig. Ah, und der. Ah, wir machen das ganze Irkis-Kristall kaputt. No. No, wir machen das ganze Bionom hier zur Sau. Da sind doch ein paar Kristalle. Das sind wahrscheinlich auch Kristalle oder sowas. Kristallblöcke. Okay, wir ernten hier noch ein bisschen Kristallsand. Der sieht schön aus. Warum auch immer, der sagt mir zu. Und dann versuchen wir beim nächsten Mal nicht so viel kaputt zu machen. Aber das, die ganze Organic Soup ist verschwendet. Das ist eigentlich auch schade. Die ist nämlich auch Raketentreibstoff. So. Ich will weiter nach unten. Und ich komme hier sowieso nicht richtig nach unten. Wegen diesem blöden Kristallsand. Der es mir geradezu unmöglich macht. Kann ich mich eigentlich noch hier raus teleportieren? Ja, kann ich noch. Dann mach mal das so, dass ich dann noch hier rauskomme. Ja, das ist doch gut gelaufen bis jetzt. Da unten scheint schon wieder Eis zu sein. Oh, ab hier beginnt dann schon die nächste Schicht von irgendwas anderem. Gott sei Dank. Hier noch mal ein bisschen Licht. Ah, wir brauchen wirklich das nächste Update. Ich hatte gehofft, dass wir hier ein bisschen Titan finden. Das kann durchaus sein, dass das Startsonnensystem mit Fucking Universe schon Planeten hat, die Titan liefern. Ist hier leider nicht der Fall. Stattdessen kriegt man gleich die Irkis-Kristalle hinterhergeworfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Frozen Stone. Okay, das wäre jetzt eigentlich ein Fall für die Pickaxe. Und überhaupt ist das jetzt schon mittlerweile in der Grabenfolge und Grabenfolgen wollte ich da eigentlich mit dem Nebencharakter machen. Okay, außer Frozen Stone scheint jetzt auch nichts hier zu sein. Da ist noch mehr von diesem blöden Sand. Ich mache mal eine Fackel hin. Okay, ich will nichts gesagt haben. Da scheinen Diamanten zu sein. Und wir brauchen... Ach ne, zwei Kristalle sind das nur. Ah, schade. Kristalle sind auch wichtig, aber nicht so wichtig wie Diamanten. Diamanten brauchen wir für unsere Chip-Upgrades. Und ich möchte sehr gerne... Oh, hier ist Gold. Okay, wenn hier normale Metalle sind, dann ist hier vielleicht auch Eisen. Dann können wir endlich den Metal-Sampler dann upgraden. Dim, 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 dim. Oh, eine richtig fette Goldader. Und hier ist... Ich glaube, das sind Diamanten. Ich glaube, aber ich weiß es nicht, hundertprozentig. Das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Diamanten 2. Und ein schöner neuer Hintergrund. Und noch mehr Irkis-Kristalle. Was ist das? Wasser. Hier ist Kupfer. Hier ist eine andere leuchtende Soße. Ja, jetzt geht's ein bisschen nach unten. Naja, ein bisschen. Das stoßen wir auf keinen Fall an. Können wir das ernten? Okay, das war nur ein Eisblock. Das scheinen Kristalle zu sein. Oh, wir haben eine Pickaxe. Die Pickaxe können wir sogar gebrauchen. Dann nehmen wir das auf. So, und irgendwas. Den Sand. Können wir den irgendwie so in die Pampa setzen? Nein, können wir leider nicht. Dann nützt er mir da auch nichts. Frozen Stone ungern. Der ist so schwer wegzumachen, wenn ich den aus Versehen platziere. Ups. Zum Glück sind wir so einigermaßen weich gelandet auf unserem Sand.
Aber wir müssten mit der Steighilfe auch wieder nach oben kommen. Oh, hier sind Diamanten im Hintergrund. Aber das ist halt das Bionom, das da so viel Zeug hinterlässt. Boah, ich suche immer noch Eisen. Ich glaube, ne, das ist Gold. Wer weiß, ob wir überhaupt hier Eisen finden? Das ist natürlich die nächste Frage. Das könnte zum Beispiel Eisen sein. Nein. Es ist irgendwie eine andere Art von Eis. Das ist Silber, das erkenne ich auch so. So, na kommt. Ich glaube, ich setze dann meinen Teleporter hier nach unten. Das ist leider auch kein Eisen. Und wir rutschen ab. Aua, das tat weh. Kupfer, Diamanten, Eisen. Ich glaube, hier gibt es nur Edelsteine. Kristalle. Und eine Kiste. Mit noch mehr Diamanten. Und sowas. Und Eisblöcken. Super. Aber wer weiß, vielleicht ist das mal irgendwann nützlich. Ja. Noch den Diamanten mit und weiter nach unten. Oder auch nicht. Also, oder auch nicht, wir nehmen den Diamanten mit. Gibt es anscheinend echt keinen Eisen auf dem Mond. Hoppla. Aber schön viel Kupfer und andere Metalle und Kristalle, von denen ich glaube, dass wir sie später gebrauchen. Boah, das Viech hat mich gerade erschreckt. Das Viech hat mich gerade erschreckt. Ich hoffe, jetzt gibt es hier keine Gegner. Die sollte es nicht auf Monden geben. Zumindest in meiner Erinnerung. Was hast du dem Ding zu sagen? Nothing to see hier. Ah, nicht runterspringen. This guy seems to say nothing for himself. It feels unclean. Okay. Mit der Aktionstaste kann man hier nichts machen. Kann ich das kaputt hauen? Ja, habe ich Obsidian und Prototype bekommen. Okay, da oben scheint einfach nur Schnee zu sein. Boah. Einfach weiter gucken. Vielleicht findet man noch irgendwas richtig Cooles hier. Auf jeden Fall haben wir schon mal. Oh, das war Glück. Das war mehr Glück als Verstand. Und jetzt kommen wir sowieso nicht mehr hier raus. Na gut, die Folge ist auch so gut wie zu Ende. Na, komm mal hier hoch. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Das ist leider immer noch kein Eisen. Das ist Blei, glaube ich. Vielleicht gab es auch schon die ganze Zeit Eisen und ich habe es als solches nicht erkannt. Sondern das immer mit anderen Sachen verwechselt. Ich glaube, hier unten war noch eine Höhle. Hier so. Ja. Wonach ich auch ein bisschen gucke, ist weitere Kisten. Ist das eine Kiste oder ist das ein Eisblock? Das war ein Eisblock. Ja. Da ist noch so eine Kapsel. Eiszapfen. Und ja. Noch ein Gang nach hier unten. Ah, da ist eine Kiste, Kiste, Kiste. Okay, Ice Door Blueprint, den lernen wir gleich mal. Snowflake, ich. Okay. Ja, nehmen wir die Schneeflocken mit und setzen hier noch ein paar Lichter hin. Das Blöde ist, wir müssen uns raus teleportieren, weil ich nicht einfach sterben darf. Was ist das? Ich will es mitnehmen. Komm mit. Sieht irgendwie komisch aus. Genetic Material, DNA-Sample. Kann ich jetzt craften.
bin ich hier dran vorbeigeschlittert und wurde nicht verletzt? Ja, anscheinend. Ich markiere mir noch den Weg, den ich gekommen bin, mit Fackeln. Das scheint Zweifel zu sein. Moment, da habe ich ja gerade Eisen gesehen. Nee, es ist Kupfer. Wir können das Kupfer ja mal mitnehmen. Wir können sowieso mal hier überhaupt... Oder Gold ist es sogar. Wir können mal hier im Hintergrund ein bisschen wegmachen. Und mal gucken, wie der Hintergrund aussieht. Ja, jetzt nicht so spektakulär. Das dachte ich mir aber auch schon. Hier war die Kiste. Oh, und die Folge geht schon 25 Minuten mindestens. Ich würde sagen, höre ich dann irgendwann mal hier einfach auf. Aber ich will weiter gucken, ich will wissen, was da unten ist. Hoppla, nicht sterben! Ah. Super. Das ist ein Supi. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Das hier ist irgendwie ein toter Raum. Voll Helium 3. Das muss man erstmal wissen, dass hier. Man muss die Beschreibung des Spiels durchgelesen haben, um zu wissen, dass es Helium 3 gibt. Es ist schön, dass wir jetzt eine Quelle dafür haben. Das ist sogar sehr, sehr schön. Aber was mache ich jetzt? Mir fällt nichts Besseres ein, als jetzt hier den Teleporter hinzusetzen und das Ding Crystal Moon Helium 3 zu nennen. Und dann ist es immer noch eine Frage, ob ich dann mit dem Zweitcharakter hier hinspringen will, um den Zugang zu dem Teleporter zu haben oder nicht. Ich kann ja hier ein bisschen Wasser absaugen. Das wäre dann... Ist das eine Kiste? Nein, das war irgendwas aus Eis. So. Ich würde sagen, die Folge geht schon mehr, Isla. Wir bauen jetzt hier den Teleporter auf. Und nennen das Ding Frozen Moon. Nicht Moon, sondern Moon. Helium 3. Und beamen wir uns zum Schiff hoch. Weil sonst müssten wir sterben und unsere gesamte Ausrüstung verlieren. Und das will ich sowas von überhaupt nicht. Ja, mit diesem süßen kleinen Schwertchen können wir dann auch ohne Bedenken und unser nächstes Abenteuer starten. Ja. Oh, der ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Der wäre stärker immer noch als das Ding hier. Und der hat eine übelste Reichweite. Ja, den nehmen wir mit. Auch. Dann nehmen wir das Ding, um erstmal hier so ein bisschen Grundschaden zu machen. Und dann hier, um zu finishen. Weil man will ja auch die Gegner so ein bisschen auf Abstand haben. Ja, ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Und da bedanke ich mich erstmal und viel Spaß bis zur nächsten Folge. Tschüss!